Moin zusammen. Diese OAD-Vorlesung besteht aus mehreren Videos, da ganz einfach der aktuelle Stoff noch nicht im Buch eingetragen ist. Die Vorlesung hat als Schwerpunkt ein Pattern oder eine Architektur namens Redux, die ja, es ermöglicht, strukturiert komplexe Systeme systematisch aufzubauen. Bevor wir in das eigentliche Pattern einsteigen, werden wir noch mal ganz kurz ein paar Grundlagen wiederholen oder eine. Wir erinnern uns an das Klon in Java. Klonen kennen wir, sind echte Kopien, die erstellt werden. Und das sollte man sich noch mal klar machen, dass das deutlich was anderes ist als Referenzen. Deswegen habe ich hier noch mal ein Beispiel aufbereitet, dem man mal sehen kann, wie das generell funktioniert. Ja, sehen wir uns das an. Wir haben hier eine Klasse Linie. Relativ einfach. Die hat zwei Objektvariablen, ein Start und ein Ende, und das sind jeweils Punkte. Wenn ich etwas klonen möchte, die sogenannte tiefe Kopie erstellen möchte, muss jede Klasse, die daran beteiligt ist, das Klon realisieren. Um das zu betonen, gibt es in Java bereits das Interface Clonable, eine normalerweise Protected-Methode, die man sonst nicht also bewusst nutzt, die man allerdings eben in Klassen, die das Klon machen, sichtbar machen kann, indem man sie auf Public setzt. Diese Möglichkeit wollen wir uns jetzt mal überlegen, wie man das schrittweise programmieren kann. Dazu gucken wir uns erstmal die Klasse Linie an. Sie wissen, wenn ich eine Linie, eine flache Kopie machen will, ist das relativ einfach. Ich nehme die beiden Objektvariablen, sind ja Punkte, Sys.Start und Sys.Ende. Sind die beiden Referenzen genau gesagt und baue daraus eine neue Linie zusammen. Wenn ich das nutze, kann das passieren, was wir hier so sehen. Gucken wir uns das kurz mal an. Was passiert hier? Wir haben eine Linie, die aus zwei Punkten besteht. 1, 2, 3, 4 wird zusammengebaut, wird ausgegeben. Da wir eine schöne ToString-Methode haben, sehen wir die Linie auch ganz ordentlich ausgegeben. Dann nutzen wir die Methode flache Kopie, die jetzt hier gerade steht. Ja, zur Sicherheit gucken wir mal nach, was passiert. Erste Frage ist, seid ihr beide identisch? Wird hier geprüft und wir sehen, der Wert ist false. Nein, es entsteht bewusst ein neues Objekt. Jetzt nehme ich mir die zweite Linie, hole mir den Startpunkt und setze davon den x-Wert auf 42. Gebe beide Linien L1 und L2 aus und kriege relativ klar angezeigt, ja, der x-Wert hat sich bei beiden Linien verändert, weil es sich hierbei ganz einfach um eine flache Kopie handelt. Beide referenzieren die gleichen Punkte Start und Ende. Das heißt, wenn ich auf irgendwie den einen Punkt bearbeite, wird sich das auch auf das andere Objekt auswirken. Das sind typischerweise die Kopien, die wir nicht haben wollen. Deswegen programmieren wir die Sache ein bisschen ordentlicher. Gucken uns das an, die Klasse Punkt, Implements Clonable. Und wir überschreiben das Clone, machen es public. Dürfen seit Java-Version, ich weiß es nicht, 5 glaube ich, dann hier auch Punkt schreiben und müssen nicht Objekt schreiben, sodass wir nicht casten müssen. Das macht es noch ein bisschen schöner. Ja, und das Klonen bei Objekten, die nur irgendwie auf elementaren Typen basieren, wie den X- und Y-Werten, die kleine Ints sind, ist relativ einfach. Da wird echt eine Kopie immer hergestellt. Das heißt, so entsteht ein echter neuer Punkt mit den gleichen Werten. Bei der Linie sieht es dann anders aus. Wir müssen eben darauf achten, dass wir echte Punkte haben, können das trotzdem dann in eine Zeile programmieren, das Klon, was wir hier haben. Wir müssen einfach den Startpunkt klonen und den Endpunkt klonen und dann machen wir eine neue Linie raus, die dann auch bewusst eine neue Linie ist. Das können wir nochmal überprüfen. Das ist praktisch das Programm von gerade nochmal mit der kleinen Änderung in Gelb. Gucken wir das an, eine Linie 1, 2, 3, 4 wird zusammengebaut, ausgegeben. Dann wird ein Klon gemacht. Dann wird zur Sicherheit nochmal gefragt, seid ihr beide identisch? Antwort nein, das ist schon mal gut. Dann nehmen wir wieder die zweite Linie, ändern nur für den Startpunkt den x-Wert und geben die beiden Linien aus und sehen, ah, die erste Linie hat wirklich noch den alten x-Wert von hier oben und die 42 steht im neuen Startpunkt von oder im Startpunkt der zweiten Linie drin. Das ist also die Grundidee, wie ein Klon funktioniert. Es ist eine echte, vollständige Kopie. Sie sollten sich kurz daran erinnern, dass Klonen auch nicht ganz trivial ist, wenn sie gemeinsame Referenzen haben. Das heißt also, wenn zum Beispiel Start- und Endpunkt die gleiche Referenz sei, dann könnte das jetzt hier schon problematischer sein, weil sie dann eben hier ein Objekt erzeugen würden. Erinnern wir uns ganz kurz zurück. Hier werden dann eben beide Punkte geklont.
Und wenn Start und Ende identische Punkte sind, entstehen hier aber zwei getrennte Klone. Das heißt also, diese Linie wäre dann etwas anders aufgebaut und hätte dann eben zwei getrennte Punkte. Ganz einfach, wenn man eben mit gemeinsamen Referenzen arbeiten muss, muss man darüber nachdenken beim Klon, wie man es macht. Geht auch, aber ist eben nicht ganz so trivial, wie es eigentlich hier ist. Okay, soweit zur Einleitung. Kommen wir zu dem Hauptthema. Da geht es um das sogenannte Redux-Pattern oder eine Redux-Architektur, mit der man relativ große Systeme aufbauen kann. Typischerweise arbeiten wir ja, wenn wir mit Objekten arbeiten, mit Referenzen. C-Freunde können die auch in die Variante dann mit Zeiger umwandeln. Für Java-Leute ist das ja relativ ähnlich, muss man ehrlich sagen. Deswegen einfach nur Referenzen, die wir dort haben. Das Problem ist, wenn viele Nutzer das gleiche Objekt nutzen und eine Referenz drauf haben. Das heißt, jeder kann das Objekt bearbeiten und verändern. Das kann relativ unübersichtlich werden. Das ist zum Beispiel hier der Fall bei Oberflächen gerne. Weil da werden irgendwie eben verschiedene Werte geändert. Dann gibt es zur Oberfläche vielleicht ein Oberflächenmodell, wo die Werte drinstehen. Und wenn dann viele gleichzeitig dran ändern, ist die Frage immer dann, wer schreibt als erstes? Gibt es dort Abhängigkeiten? Gibt es dort Sachen, die man irgendwie überprüfen sollte? Und gibt es dann Sachen, die eventuell gar nicht erlaubt sind? Die allerdings dadurch, dass die Sachen nebenläufig vielleicht sogar parallel passieren, dann trotzdem zu Gefahren führen. Deswegen gibt es dafür einen zentralen Trick. Das ist, ich möchte nur einen einzigen zentralen Zustand haben, der gültig ist. Dieser Zustand kann dann eben auch überprüft werden. Und wenn die Frage ist, wie sieht der aktuelle Zustand des Systems aus, sollte man zu jedem Zeitpunkt klar sagen können, dieses eine Zustandsobjekt ist es. Deswegen haben wir einen zentralen State. Dann, damit nicht alle irgendwie mit dem State arbeiten oder der State insbesondere auch irgendwie für seine eigene Verwaltung zuständig ist, gibt es dafür eine zentrale Klasse. Ein sogenannter Store, also ein Speicher, der dafür da ist, eben diesen Store zu verwalten und gegebenenfalls den Zugriff darauf zu ermöglichen. Ja, und dann ist die Frage eben, wie kann man dann so ein Objekt verändern? Und das machen wir, indem wir sogenannte Aktionsobjekte schicken. Wir hatten schon mal darüber geredet, dass man Funktionalität in Objekten kapseln kann. Und so eine Aktion sammelt praktisch einen solchen Aktion zusammen, die man ausführen möchte. Die wird zum Store geschickt und da ausgeführt. Wird gleich noch ein kleines bisschen komplexer, sehen wir da aber. Diese Idee ist nebenbei ziemlich toll, stammt allerdings aus JavaScript, basiert aus Oberflächenideen und bereits aus existierenden Oberflächenideen wurde dann eben Redux basierend auf Flux aufgebaut. JavaScript ist da sehr spannend, weil da sehr, sehr viele Bibliotheken, Frameworks und Ähnliches entstanden sind, alle mit kreativen Ideen und viele davon nicht sehr toll kombinierbar. Deswegen gibt es eigentlich zum Glück auch so viele Jobs in der Informatik, weil es viele tolle Ideen gibt, was Ähnliches zu machen. Da man sich nicht einigen muss, kann man immer das Neueste nehmen, was es so gibt. Ja, die Idee hiervon gehört auch zum Reactive Programming dazu. Das ist ein etwas anderer Programmieransatz. Wer sich darüber informieren will, sollte mal den Begriff nachschlagen. Dann kann man auch was sehr Spannendes mitmachen. Das ist eigentlich auch nicht die eine Lösung für die Softwareentwicklung. Ich habe schon gesagt, dass die Sachen aus JavaScript kommen und die Ideen wurden schon mal aufbereitet hier auf einer Webseite, die man gerne mal angucken kann, nachlesen kann. Ist halt JavaScript, aber viele der Ideen habe ich einfach fast eins zu eins übernommen oder ich habe sie leicht modifiziert, sodass sie besser zu Java passen oder zu meiner auch zentralen Motivation für das Redux-Pattern. Eben, ich möchte gerne ein paar von unseren Design-Pattern zusammenfassen und auch noch ein neues Pattern zeigen. Ja, die Struktur, die ich gerade erwähnt habe, kann man hier schon mal wiederfinden. Gucken wir uns das an. Hier oben, da ist der zentrale Zustand, der Current State, den wir dort haben. Zur Sicherheit, der Zustand selber ist zwar hier nur eine Klasse, das kann aber auch eine Sammlung sein, die dahinter steckt. Deswegen steht hier Details. Also stellen Sie sich vor, ein Modell, was eben viele andere Objekte mitverwaltet, die jetzt hinter diesem State dahinter kleben, Anführungsstrichen. Ich habe hier schon die Klonmethode erwähnt, da kommen wir gleich drauf. Warum es wichtig ist, dass dieser Zustand clonable ist, also nur Objekte enthält, die auch einzeln geklont werden können. Gucken wir dann weiter. Wir haben zentral eine Klasse Store. Die ist dafür da, diesen Current State zu verwalten. Und wir haben eben die Möglichkeit, irgendwelche Programme zu schreiben, hier mal mit App bezeichnet. Die erzeugt irgendwelche Action-Objekte. Da stehen in den Parametern drin, was gemacht werden soll. Und diese Action-Objekte werden übergeben an den Store, der die Sachen dann ausführt. Kleine Besonderheit, er führt sie nicht selber aus,
weil er eben hauptsächlich nur für die Verwaltung des States zuständig ist, sondern er hat dafür eine Hilfsklasse, einen Reducer, der dafür da ist, diese Sachen auszuführen. Das Reducen, in Anführungsstrichen, passiert relativ normal, wie man es auch so von Automaten bei Übergängen kennt. Also der Reducer bekommt einen Zustand übergeben, typischerweise den Current State, die aktuelle Action, die angewandt werden soll von der App, und berechnet einen neuen State. Dieser State wird zurückgegeben an den Store und der sagt, jo, das wird jetzt mein neuer Current State. Und das ist der Ablauf, der jetzt hier praktisch auch nochmal beschrieben wird mit einem Action-Objekt A, was erzeugt wird. Dispatch aufrufen, Store ruft den Reducer auf, nimmt dann den Current State, auch als Old gleich nochmal bezeichnet, und die Action und berechnet einen neuen State, der dann da eben zum Current State wird. Wer den Zeiger jetzt hier auf dem Bildschirm nicht genau folgen konnte, kann das auch nochmal hier in diesem Sequenzdiagramm sehen. Wir sehen, unsere App erzeugt ein neues Action-Objekt mit den passenden Parametern, übergibt das mit Dispatch an den Store. Der Store übergibt dann mit Reduce seinen momentanen aktuellen Zustand, den er hat, und die Aktion an den Reducer. Der Reducer holt sich alle Informationen, die er braucht. Er wird die Action sicherlich erstmal auswerten, die Parameter sich daraus holen. Das ist das, was hier so drin steht. Das können sicherlich mehrere Methodenaufrufe sein. Und der Reducer wird mit dem alten Zustand arbeiten und daraus den neuen Zustand berechnen. Das ist das, was hier so angedeutet wird. Auch das hier können mehrere Methodenaufrufe sein. Dann führt er einen Clone aus und sagt, ich möchte gerne davon eine neue Kopie haben. Das heißt, ein frischer, vollständig neuer Zustand. Keine Referenzen zu alten Dingen, die es dort gibt. Der wird zurückgegeben. Der wird zum Store zurückgegeben. Der sagt, jo, ich setze da mein Current State oder hier heißt es mal Old auf diesen neuen State und ist dann zufrieden und glücklich. Das ist dann die Änderung, die durchgeführt wird. Und das heißt natürlich auch, hier steht zwar App drin, das können aber beliebige andere Klassen auch sein. Das heißt, jede Klasse, die Zugang zu dem Store hat, den irgendwie kennt, Referenz oder andere Möglichkeiten, kann dann eben ein Dispatch machen und dort beliebige Actions hinschicken. Das ist die Grundidee, wie dieser Store hier funktioniert. Das wollen wir uns auch nochmal in einer Implementierung angucken. Kleinem Beispiel. Dazu müssen wir uns mal den State angucken. Da habe ich nicht mal so eine ganz einfache Klasse gemacht, sondern eine ein bisschen kompliziertere, die wir, Achtung, kleiner Vorgriff, hier sehen. Also, mein State ist in Wirklichkeit eine Taskliste. Das heißt, eine Liste, mit der man ganz einfach aufschreiben kann, wer soll was machen. Das heißt, es gibt einzelne Tasks, können wir uns die angucken. Die haben eine ID, die lokal wird die ID erzeugt mit dem ID-Counter hier. Und dann gibt es eben Text, was gemacht werden soll. Ein Responsible soll wohl ein Name drinstehen, wer das machen sollte. Und gleich noch dazu die Information, ist die Task schon abgeschlossen, ja oder nein, mit Default-Wert False. Ja, das ist also die Grundidee einer Basistask. Die kann ich in einer Task-List verwalten. Die hat dann im Wesentlichen hier eben die Möglichkeit, die Verwaltung in der Collection zu machen. Und wir erinnern uns dunkel dran, diese Darstellung war dafür da, dass es sich um eine Map handelt. Eine Map-ID von Integer-Werten auf Pfeilspitze Task. Das sehen wir auch hier dran. Hier gibt es intern noch so einen Konstruktor, den ich hier mal angegeben habe mit Integer und Task. Den können wir erstmal hier halbwegs ignorieren dann in der Form, was wir dort haben. Sie sehen, die Taskliste hat auch gleich schon ein ganz paar Methoden bekommen. Das Wichtige ist, jede unserer Klassen hier und hier haben schon bereits einen Klon. Das heißt, ich kann auch den Zustand klonen, der jetzt hier drin steht. Das heißt also, unser Zustand ist jetzt nicht ganz trivial, sondern soll eine konkrete Taskliste beinhalten. Und alle Sachen, die ich mit der Taskliste machen möchte, kann ich auch auf dem State machen. Zum Beispiel mit Add hier eine neue Task hinzufügen oder später auch mit Delete gegebenenfalls was löschen. Ja, gucken wir mal ganz kurz auf die Programmierung. Die ist nicht sehr spannend, aber wir gucken einmal drauf. Beginnen wir damit, was wir gerade hatten. Hier sehen wir unsere Task. Die ist genauso programmiert, was wir da gerade hatten. Wir sehen unseren ID-Counter hier dran. Wir sehen die Variablen, die wir brauchen und die Finish-Variablen, die da so drinstecken. Ja, ansonsten passiert hier gar nichts, außer dass wir hier ganz weit unten irgendwo die Standardmethoden von Java haben. Hier ein Clone steht. Von Strings wissen wir ja, dass sie immutable sind. Das bedeutet eben auch, wenn ich hier this.text schreibe,
bedeutet das, dass es nicht die Referenz auf den gleichen Text ist, weil ich den Text halt nicht verändern kann. Also es ist eigentlich halt, es ist die Referenz auf den gleichen Text, aber wenn ich ihn verändern würde, entstehen bei Immutables immer eh neue Objekte. Deswegen ist das hier kein Problem. Okay, dann gucken wir mal weiter. Fangen wir mal hier oben an, sehen uns die Action an. Die wird relativ einfach hier so sein, dass ich einfach hier eine Action habe. Wir sehen schon, dass die Action jetzt hier schon eine Liste mit String von Parametern bekommt. Wir wollen das später noch ein bisschen generischer machen. Da muss man irgendwie überlegen, wie man Parameter übergeben kann. Erster Vorschlag ist hier, wir nutzen einfach eine Sammlung von Strings, wo man alles reinschreibt. Und das funktioniert erstens immer. Zweitens ist es eigentlich die schlechteste aller erträglichen Lösungen, die man hat, weil String-Parameter eben beliebig schlecht formatiert sein können, Tippfehler, die da drin stehen und sonstiges. Das ist das, was hier oben auch in dem Kommentar drin steht. Für die Action gibt es noch eine kleine Variante, das sehen wir hier dran, dass wir die Möglichkeit haben, hier eine Liste von Strings anzugeben, genau gesagt einfach Komma separiert. Die Punkte, wer sich nicht mehr daran erinnert, bedeutet, dass das hier eine dynamische Anzahl von Parametern ist. Ich kann also hier keinen String übergeben, 1, 2 oder 42. Die werden letztendlich in ein Array reingepackt, was Paar 1 heißt. Ja, um das hier einheitlich zu formatieren, wird aus diesem Array dann eine Liste gemacht, was mit dieser Methode hier funktioniert. Recht bequem. Kleiner Hintergrund bei dieser Methode, die Listen, die hier entstehen, sind auch nicht änderbar. Das heißt, ich kann kein Add machen. Das heißt, ich müsste, wenn ich das machen wollte, erstmal alle Elemente dieser Liste in eine andere änderbare Liste hineinfügen. Klingt nicht so richtig logisch, ist aber historisch so gewachsen. Ist halt so. Punkt. Dann. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Dann sehen wir mal an, was ist eigentlich unsere eigentliche Klasse, die wir nutzen wollen, die da rumspielt. Das ist, wir gucken mal ganz kurz in die Main-Klasse rein. Sehen wir rein, dass das eine Klasse Text.io ist. Das ist unser App-Ding, was wir gerade hatten, was eine Methode Dialog aufruft. Da gucken wir mal etwas genauer rein. Dann sehen wir eben drin, dass beim Dialog im Wesentlichen es nur zwei Möglichkeiten gibt. Ich habe eine Möglichkeit, eine Task hinzuzufügen. Ja, das gucken wir uns mal an. Sehen dann dran, das ist relativ einfach in einer Schleife drin. Und eben, wenn ich hier was machen möchte, erzeuge ich einen oder habe ich eine Methode newTask, die aufgerufen wird. Und wenn ich mir das dann angucke, sehe ich drin, dass hier eine neue Task erzeugt wird. Ich gebe erstmal die Aufgabe ein, dann wer bearbeitet ist, habe zwei Strings und klöppel daraus eine Action zusammen. Ah, das war dieser Aufruf eben mit der dynamischen Anzahl von String-Parametern. Und dann nehme ich das und packe das zum eigentlichen Store. Das heißt, der Store ist das Spannendste, was ich hier habe. Der wurde nämlich hier oben erzeugt. Das heißt also hier, passierte eigentlich die Basiserzeugung unserer Redux-Struktur. Gucken wir uns das nämlich an. Hier wird das Store-Objekt erzeugt. Ich erzeuge einen neuen State, einen Initial State, den ich dort habe, und dazu auch einen Reducer, den ich hier auch noch flexibel übergeben kann. So könnte ich theoretisch auch Reducer austauschen. Deswegen hier schon sehr flexibel gehalten. Und wer es genau nimmt, sagt auch, hier könnte doch eigentlich auch ein Resistor vorstehen, weil wir das doch ein bisschen sauberer programmieren wollen, kann man jetzt einfach da mal zupacken. Ja, dann gucken, verfolgen wir es doch mal. Wir haben also hier den Store und rufen darauf ein Dispatch auf. Ja, das heißt, der Store, den wir jetzt hier haben, muss ein Dispatch haben. Da sehen wir dran, aha, der Store hat genau den State und den Reducer. Die werden auch beide übergeben hier direkt und können dadurch recht flexibel auch ausgetauscht werden. Ich habe eine Methode getState, komme ich gleich nochmal drauf, aber die eigentlich spannende ist beim Dispatch. Gucken wir uns das an. Das Dispatch, was macht es? Es ruft im Wesentlichen nur den Reducer auf. Reducer.reduce, aktueller State wird übergeben und die aktuelle Action, die übergeben wurde. Und daraus wird ein neuer Zustand. Gucken wir erstmal in den Reducer rein und sehen dran, ah, sieht ein bisschen komplizierter aus, aber wir haben eine Reduce-Methode, kriegt einen Zustand übergeben und eine Action. Was wird als erstes hier gemacht? Ja, irgendwo muss mal geprüft werden, ob diese Action okay ist. Das passiert zurzeit hier. Ob das die beste Stelle ist, na, da reden wir später nochmal drüber. Aber erstmal, wir können jetzt hier unsere Action, unser Add nur durchführen, wenn wir genau zwei Parameter kriegen. Deswegen prüfen wir hier drauf, ob da zwei Parameter drin sind. Wenn nicht, schmeiße ich eine Exception, Illegal Argument Exception, recht bequem. Muss ich hier oben nicht beim Browse angeben. Und ja, die Beschreibung ist trotzdem noch relativ brauchbar. Was passiert ansonsten? Ja, Sie sehen, ich rufe beim State die Add-Methode auf. Das war diese Methode, die auf die Taskliste die Sachen delegiert. Und da wird einfach gesagt, der erste Parameter und der zweite Parameter werden übergeben.
und dann wird daraus eine Task zusammengebaut. Diese Zustandsänderung führt dazu, dass der gleiche Zustand, der aktuell vorlag, geändert wird. Ich möchte aber einen frischen neuen Zustand haben, deswegen mache ich hier einen Clone. Könnte auch der Store das Clone machen? Antwort sicherlich ja. Kann man hier jeweils entscheiden, was man haben möchte. Aber hier wird sichergestellt, der Reducer gibt einen vollständig neuen Zustand zurück, den wir jetzt hier haben. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum Store und sehen dran, es gibt auch eine Get-Methode für den Zustand. Hier steht schon drin, nur für interne Tests, sonst bitte klonen hier hinterschreiben. Was bedeutet das? Ganz einfach, wenn ich einen Zustand haben will, darf ich diese Methode nicht nutzen. Warum nicht? Ganz einfach, weil hiermit kriege ich eine Referenz auf den Current State und jeder, der GetState macht, hat eine Referenz und könnte dann direkt den State verändern. Das will ich nicht haben. Also bin ich zurzeit ganz einfach in der Situation, dass ich noch den aktuellen Zustand gar nicht auslesen kann. Das werden wir dann im nächsten Schritt gleich nebenbei nochmal ändern und sehen, dass wir das flexibler machen. Man kann dieses Programm natürlich auch laufen lassen. Das ist nicht ganz so reißerisch. Machen wir es aber einmal, damit man mal sieht, was da so hintersteckt. Das heißt, wir lassen das Ding laufen und erkennen dran, wir können eine Task hinzupacken, die wir dort haben, die neue Aufgabe Redux lernen. Soll eben ich machen. Dann sehen Sie dran, die Sachen sind da. Hoffen wir zumindest, sehen wir leider nicht, weil ich noch keine Informationen über die Änderung bekomme. Das ist ein bisschen traurig, aber das erhöht die Spannung für das nächste Video.